Vor einigen Wochen hat für mich die Tomatenernte begonnen und wie jedes Jahr werde ich natürlich auch meine eigenen Samen dafür nehmen. Habe meine eigene Saatgutliste, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt letztes Jahr eine neue Methode für mich kennengelernt, um halt ganz einfach Tomatensamen zu ernten, ohne jetzt viel Aufwand dafür betreiben zu müssen. Das Saatgut aus den eigenen Tomaten zu entnehmen ist relativ einfach. Dafür müssen die jetzt nicht unbedingt mehr als überreif bis zur Fäulnis gehen, sondern das reicht, wenn sie vollreif sind. Dann schneidet man einfach die Frucht auf und tut einfach mit einem Löffel die Samen abernten. Ich habe das früher so gemacht, dass ich halt immer die Samen auf dem Zewa-Tuch, also auf einer Küchenrolle, ein Stück ausgelegt habe und das einfach trocknen lassen habe. Habe aber da dann relativ schnell gemerkt, dass es halt dann die Samen nicht so ganz so schön ausschauen, wie zum Beispiel, wenn man die kauft. Und man muss die halt auch von einem Küchentuch abpulen, dann bleibt halt meistens da etwas auf der Küchenrolle übrig. Und viele lassen es zum Beispiel einfach bis in den März zum Beispiel einfach in ihrer Saatguttütchen, sage ich mal, drin mit der Zewa-Rolle und holen sie dann raus und pulen dann die entsprechenden Sachen mit raus, weil die Zewa-Rolle saugt sich natürlich auch mit Feuchtigkeit voll und tun es manche einfach mit gleich rein. Aber es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel Samen weitergibt, verschenkt oder auch verkauft, dann wollen halt die Leute in der Regel halt sauberes Saatgut haben. Und ich habe es auch vor 2 Jahren gab es dann mal sehr viel Ärger bei einigen, die sich dann darüber beschwert haben, warum ich das auf einer Küchenrolle zum Beispiel gemacht habe, weil ich dann noch nicht wusste, dass man die auch anders Samen entnehmen kann mit der Gärmethode. Und dann gab es dann ein Problem, sag mal, das wäre Schimmel, das schaut nicht so schön aus oder warum man mir halt nicht den Aufwand. Ich wusste es halt damals nicht, aber ein Riesendrama drum gemacht. Und ich habe jetzt diese Methode mit der Gärung für mich gefunden, weil es halt dann doch sehr einfach ist, alles zu machen und auch sehr einfach ist, der ganze Prozess auch bis zum Abpacken hin. Im Grunde genommen tut man die Samen jetzt nicht auf die Küchenrolle ausstreichen, sondern tut man die direkt zum Beispiel in ein Einmachglas rein und befüllt dieses mit Wasser und lässt es in einem warmen, aber einem dunklen Ort stehen für 2 bis 4 Tage. Und während dieser Zeit fängt ja ein Gärungsprozess an und dann löst sich dieser Galarschleim oder diese Galarflüssigkeit, die sich halt um die Samen halt bildet, die das halt so zusammenhaltet, löst sich ab und die Samen, wenn man die zum Beispiel dann aussiebt, die bleiben dann übrig und die kann man dann die Samen vom Sieb einfach auf Backpapier ausstreifen. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil wenn dann die Samen dort trocknen, kann man die ganz einfach runterstreifen und muss man jetzt nicht unbedingt kratzen und pulen, wie zum Beispiel bei einer Küchenrolle, weil sie da drauf festkleben, sondern einfach tue ich dann direkt in einen Umschlag die abstreifen und kann die dann sofort wegpacken. Also für mich dann recht einfach. Da muss ich jetzt nicht mehrere Minuten oder auch Stunden, wenn ich dann so viele Sorten habe, da die ganze Zeit die Samen runterpulen, sondern die gehen dann einfach ganz schnell runter und dann kann ich sie einfach abpacken in meinen Briefumschlag. Jetzt zum Schluss noch einen kleinen Tipp von mir. Und zwar, wenn ihr Tomatensamen ernten wollt, sucht euch dann die entsprechende Pflanze aus und wartet halt auch, bis deren ihre Früchte richtig schön vollreif sind. Und vollreife Tomaten erkennt man eigentlich daran, dass dann das wirklich schon sehr weich ist, schon ins Richtung Flüssige geht, beziehungsweise ein paar Tage später wird es dann übergreifen und die Tomate wird wahrscheinlich dann auch schon kaputt gehen. Das ist dann für mich der vollreife Optimum, sage ich mal, weil an dem Punkt mag ich auch am liebsten die Tomaten essen, wenn sie so richtig schön flüssig sind, dann sind sie auch am süßesten und an dem Punkt kann man dann wirklich sehr schöne und keimfähige Samen bekommen, also versucht es einfach so lange zu warten, bis dann die Tomate wirklich schön reif sind. Manche ernten sie ja vor und lassen sie nachreifen, aber ich lasse wirklich so lange an die Pflanze, bis sie richtig schön weich ist, bis ich sie eigentlich theoretisch gesehen mit Leichtigkeit an der Pflanze zerdrücken könnte, wenn ich dann nicht zu sehr aufpasse beim Ernten. Das war es jetzt von mir zu diesem Thema. Mehr muss ich auch nicht dazu sagen. Ist relativ einfach mit der Methode und ist halt auch wirklich die schnellste Methode. Man bekommt wirklich schöne, saubere Samen und die kann man auch dann ruhig weitergeben und verschenken. Da gibt es dann in der Regel auch wirklich keine Probleme bei den Leuten. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken, Kommentar hinterlassen für den Algorithmus, damit sich mein Video weiter verbreitet und auch gerne teilen, Freunde, Bekannten und Familie. Und wer mich dann nochmal mich und mein Projekt unterstützen möchte, ich bin darauf angewiesen, gerne könnt ihr auch Spenden hinterlassen, PayPal, Bankverbindungen, habe auch
Patreon zum Beispiel. Und ihr könnt auch gerne an meiner Webseite vorbeischauen für verschiedene Produkte, die ich anbiete, meine Saatgutliste zum Beispiel oder auch meine Kurse zur Permakultur oder auch zur schleimfreien Heilkost, da biete ich auch Coachings an. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im FIES-Projekt. Bis dahin!